In einem Depot des Kurpfälzischen Museums Heidelberg steht seit mehreren Jahrzehnten ein monumentales Staatsporträt des pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor. Anlässlich der Ausstellung des Werkes im Zeughaus Mannheim wird das 2,54 Meter hohe und 1,60 Meter breite Leinwandgemälde im Sommer 2020 restauriert. Bei früheren Maßnahmen sind der Hintergrund und die Fehlstellen in der Malschicht farbig überstrichen worden. Diese malerischen Ergänzungen sind alterungsbedingt stark nachgedunkelt. Auf der Bildoberfläche liegen zudem mehrere transparente Schutzüberzüge, sogenannte Firnisse. Die ursprünglich farblosen Schichten vergilben im Laufe der Jahre und vermindern so die Lesbarkeit des Werkes. In einem ersten Schritt werden daher Überzüge und Übermalungen mit Ethanol entfernt. Nach der Abnahme von Firnisschichten und Übermalungen sind die zahlreichen Kittungen alter Fehlstellen sichtbar. Aufgrund der begrenzten Restaurierungszeit werden diese Niveauangleichungen weitgehend erhalten und lediglich überarbeitet. Eine flüssige Mischung aus Champagnerkreide und Hasenleim dient hierbei zum Auffüllen und Strukturieren. Um die an sich weißen Kittungen an das Original anzugleichen, werden sie zunächst durch Lasuren mit Gouachefarben, also Wasserfarben, eingetönt. Auch kleine Abplatzungen in der Malschicht werden mit Gouachefarben vorgelegt. Die endgültige farbliche Anpassung erfolgt mit Harzölfarben. Den Abschluss der Restaurierungsarbeiten bildet der Auftrag eines Firnisses aus Dammerharz. Dieser dient zum einen dem Schutz der Oberfläche und verleiht zum anderen den Farben eine größere Strahlkraft. Da Rahmen und Gemälde zusammen sehr schwer und unhandlich sind, werden sie getrennt transportiert. Außerdem soll die Verpackung so leicht wie möglich gehalten werden. Zum Schutz der aufgesetzten Krone wird ein Überrollbügel aus Holzleisten angebracht und der Rahmen in Luftpolsterfolie eingewickelt. Das Gemälde erhält einen Rückseitenschutz aus säurefreiem Karton. Ein Transportrahmen sorgt für den nötigen Abstand zwischen Bildoberfläche und Verpackung. Auf diesen Rahmen wird von vorne ein Karton befestigt und das Gemälde ebenfalls in Luftpolsterfolie eingeschlagen. Die Reise Karl Theodors nach Mannheim kam nicht von ungefähr. 1769 wandelte der kunstsinnige pfälzische Kurfürst Karl Theodor die als Privatschule gegründete Mannheimer Zeichnungsakademie in eine staatliche Institution um. Anlässlich dieses Ereignisses entstanden zwei imposante und prunkvoll gerahmte Pendants des Kurfürstenpaares Elisabeth Auguste und Karl Theodor. Die Gemälde werden heute dem Maler Heinrich Karl Brandt zugeschrieben. Analog zu den getrennten Wegen der Ehepartner trennten sich auch die Wege der beiden Werke. Soweit bekannt, verblieb das Porträt Elisabeth Augustes immer in Mannheim. Seit mehreren Jahrzehnten wird es im Mannheimer Zeughaus ausgestellt. Für das Bildnis Karl Theodors sind allein im 20. Jahrhundert drei Stationen belegt: Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg. Wo und wann genau das Gemälde an den jeweiligen Orten aufbewahrt wurde, ist bisher nur für Heidelberg verbürgt.
Anfang der 1990er Jahre befand es sich auf dem Heidelberger Schloss und wurde 1996 ins Depot des Kurpfälzischen Museums Heidelberg gebracht. Im Herbst 2019 wurde beschlossen, Karl Theodor nach Mannheim zu bringen und die Pendants wieder gemeinsam zu zeigen. Seit dem 10. Dezember 2020 hängen die Staatsgemälde der beiden Ehepartner einander zugewandt im Waldecksaal des Zeughauses.